Servus und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Nach wie vor mit großartigem Hustenreiz. Aber ich glaube, ich kriege jetzt ein bisschen besser unter Kontrolle als in der gestrigen Aufnahmesession. Wobei, ich merke es schon wieder. Also, über Hustenpausen dürft ihr euch nicht wundern. Ihr seht hier, der Subaru steht irgendwie nicht mehr an erster Stelle. Warum? Ich habe mit einem Kumpel online gespielt und weil sein Auto schon um einiges meinem Let's Play Auto voraus war und ich am Spielstand und am Tuningzustand nichts ändern wollte, habe ich mir, genauso wie er, eine Schrottkarre gekauft sozusagen, also ein komplett ungetuntes Auto. Habe mich jetzt auch dazu entschieden, dieses Auto wahrscheinlich zu behalten, weil ich durchaus Lust hätte, das irgendwann mal zu tunen. Das werden wir aber jetzt nicht machen. Stattdessen möchte ich jetzt mal kurz gucken, was es denn sonst noch so gibt, weil ich mir überlegt habe, es wäre doch eigentlich mal an der Zeit, sich ein anderes Auto zu züchten. Und ich habe da ein paar im Kopf, die ich gern fahren würde. Müsste mal gucken, wie die vom Preislichen stehen. Mit 67.000 sind wir eigentlich ganz gut dabei, aber die Autos, die ich möchte, kosten auch dementsprechend. Also ein Skyline wäre natürlich richtig fett. Ford Mustang GT ist auf jeden Fall eine Wahl und Chevrolet Camaro. Also den Camaro hätte ich echt ganz gerne. Den GTR, keine Frage. Die Frage ist halt, können wir uns das dann leisten? Ich muss jetzt noch dazu sagen, wenn ich jetzt privat auch spiele, kann es sein, dass sich dadurch mein Budget ein bisschen erhöht. Ich versuche das im Rahmen zu halten, aber dass sich das Budget dann auch fürs Let's Play erhöht, weil ich kann das ja nicht löschen, wenn ich jetzt irgendwie mit Freunden spiele. Jo, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. M3 Evolution. M3 E46. Das ist der aus Need for Speed Most Wanted. Das ist das Auto aus Fast and Furious Tokyo Drift. Hat auch was für sich, hat auch Tradition. Ich würde echt am allerliebsten jetzt direkt Ford Mustang oder Camaro nehmen und ich würde tatsächlich den Mustang nehmen. Auf den habe ich eigentlich schon ziemlich Bock. Hat standardmäßig 435 PS, also mehr als unser Auto momentan, das heißt wir könnten ihn direkt fahren. Und deswegen kaufen wir uns den Kollegen jetzt einfach mal. Wagen auswählen. Ziemlich bullig das Teil. Können wir den mal... Jawohl. Na schön. Ah, wunderbar. Dieses Heck ist natürlich auch... Lovely ist das. Richtig nice. Ne, finde ich top. Den werde ich jetzt auch erstmal in der Farbe lassen. Ich möchte aber trotzdem ganz gerne mal gucken. Wir haben jetzt nur 2000. Kann man da... Kann man. Ah, ja, genau. Das ist das Teil, wo man die Farbe ändern kann. Ich gucke jetzt mal ganz kurz beim Buddy Kit. Ah, das gibt's auch. Da ist nochmal, da ist also quasi komplett alles drin. Gut. Ich hätte echt gerne dieses Teil, wo man vorne dann diese LEDs noch drin hat. Hätte ich schon Bock drauf. An sich kann man den jetzt aber erstmal so lassen. Wichtiger ist jetzt erstmal für uns auch, dass wir das Leistungstuning vielleicht mal anbringen. Sprich, was am wichtigsten ist eigentlich, in dem Fall ist das Nitro-System. Ich weiß noch nicht, kann ich mir, ja, ich kann mir nicht wirklich gut was leisten, ne? Das ist halt die kleinere Kapazität. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt mit dem Kollegen einfach mal ein paar Rennen. Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt auch nochmal den Einstellungen von meinem Fernseher ein bisschen geschraubt. Gucken, ob es dann für mich auch besser aussieht und ja, bisschen schon. Bisschen schon. Wobei der in der Nacht nicht so eine geile Wirkung hat mit der Farbe, ne? Naja, gut. Wir wollten ein paar Rennen fahren, habe ich gesagt. Und am besten natürlich welche, wo wir auch ein bisschen Geld verdienen können. Also Mittel. Mit 3500 ist das allerdings alles nicht sehr viel. Ich glaube aber, das sind allgemein auch Rennen, die wir schon mal gefahren sind. Da gibt es dann weniger. Da gibt es dann nur noch die Hälfte. Deswegen würde ich sagen, es ist Mittel. Es ist Mittel. Und weil wir das Auto neu ist, machen wir da jetzt eine kleine Tour hin. Dann probiere ich jetzt diese Strecke mal
mit dem neuen Auto zu fahren. Mal gucken, wie der sich so fährt. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit in Subaru gefahren. Gucken wir mal. Nee, weil ich hatte, an sich hatte ich vor, auf den BMW zu gehen, da habe ich mir gedacht, naja, BMW ist so krass vertreten. So ein Mustang wäre doch eigentlich auch ganz nice. Und ganz ehrlich, schaut euch mal dieses Biest an. Das Handling scheint auch ganz okay zu sein. Ja, okay, da muss ich noch üben. Okay, probieren wir es. Engel am roten Bereich. Das ist jetzt, glaube ich, schon so eine Art Zwischenboss. Alter. Kontrollpunkte. Wir werden hier sehen, ob wir es schaffen. Weil an sich ist das Auto kein schlechtes. Es ist von dem PS her stärker als mein getunter Subaru. War ja auch dementsprechend teuer. Wir müssen jetzt ein bisschen Geld sammeln, um ihn noch ein bisschen weiter hochzuzüchten. Ich gehe jetzt nicht dran. Ich fahre hier gerade ein wichtiges Rennen, Freundchen. Der Motor gefällt mir vom Sound allerdings nicht so ganz so gut. Also da. Boah, das war knapp. Jetzt können wir uns das Auto mal schön im Tunnel geben. Schaut schon nice aus. Kann man nichts sagen. Aber auch mein Kumpel hat gemeint, die Autos wirken zeitweise etwas unscharf. Für die Grafikanforderungen, die man eigentlich an das Spiel stellen kann. Next Gen, PS4. Komplett für Next Gen entwickelt, muss man auch noch dazu sagen. Also es ist nicht wie Rivals, dass es zum Teil geportet wurde und einfach nur ja, quasi aufgefrischt oder runtergescaled war, sondern es ist exklusiv und nur für die neuen Konsolen bzw. für den PC entworfen worden. Aus der Sicht könnte man sagen, ja, nicht ganz perfekt. Auch wenn es nach wie vor super ausschaut, keine Frage. Ich bin da in den letzten Jahren auch ein bisschen zur Grafikhure geworden, weil man muss sich mal anschauen, wie andere Spiele aussehen jetzt. Allein wie Witcher 3 aussieht, das ist der Wahnsinn. Jetzt mal ein bisschen andere Spiele wieder abzudriften, während ich hier drifte, verstehst du? Dann einfach die Anforderungen an jedes andere Rollenspiel so nach oben gesetzt, das ist der Wahnsinn. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Frag mich, ob man die irgendwie abstellen kann, die Anrufe. Das wäre echt mal interessant. Wie weit sind wir denn? Wir sind jetzt bei 2:30. Also haben noch knapp 1,5 Minuten Zeit. Bisschen weniger. Also ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie weit die restlichen Checkpunkte auseinander liegen. Wir haben noch 2 Kilometer vor uns. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von um die 180 km/h, aber kein Thema sein sollte eigentlich. Es wird keine Bestzeit, aber wir können auf jeden Fall diese Aufgabe bewältigen, denke ich. Dann hier kommt jetzt noch ein Zivilfahrzeug und rappt mich weg. Jo, das sollte doch klappen. Könnte aber trotzdem eng werden. Ich muss jetzt Gas geben, glaube ich. Wow! Scheißdreck, ey. Aber ich schaff's trotzdem. Jawollo! Engel am roten Bereich in einem roten Auto. Sauber. Wir sehen uns.
Wo war das Longhorn nochmal? Soll ich da jetzt hinfahren? Ich hätte, würde lieber gerne noch ein paar Rennen fahren jetzt. Triff Robin in ihrer Halle. Den Driftversuch in Southport. 4000. Leicht. Okay. Teleport! Are you ready? Wir sollen 35.000 Punkte schaffen. Ich weiß nicht, ich kann mit der normalen Bremse irgendwie schmaliger driften als mit der Handbremse. Ich weiß es nicht. Hab so das Feeling. Langweil mich doch nicht. Also hier ist das Bildrauschen jetzt aber schon extrem stark, obwohl ich die sozusagen die Grafikeinstellung am Fernseher angepasst habe. Das sollte man dann wahrscheinlich auch im Video sehen. Cool, wenn sie einen im Rennen nicht immer anrufen. Dann wäre es gar nicht so schlimm. Oh oh. Ich muss Punkte machen, Freunde. Ich muss Punkte machen. Ich schaff's nicht mehr. Nee. Ich hab's nicht geschafft. Verdammt. Das war nicht gut. Jetzt muss ich erstmal abhauen. Hey Mann, ich tauche erstmal ab. Vielleicht fahre ich rüber zur Garage oder so. Zu viele Cops sind hinter mir her. Ich rufe dich später an. Jo, das ist jetzt ziemlich scheiße, dass wir es nicht geschafft haben. Gerade und komme auch nicht wirklich weg von dem. Wie man an den blinkenden Lichtern vielleicht erkennen könnte. Es sind schon zwei, die hinter mir sind. Geklappt haben mit der Catwin, ne? Wenn ich hier nicht so kacke in die Kurve reinrauschen würde. Ja, was macht ihr so? Ich meine, so nebenbei, gerade eben, so mit der Verfolgung.
jetzt nicht wahr, oder? Jetzt habe ich die zwei abgehängt, ist dann neuer. Jetzt habe ich drei an der Backe. Abkühlung. Aus. Und dann möchte ich mal ganz kurz gucken, kann ich diesen Driftversuch nochmal fahren? Nee. Also ich kann ihn nochmal fahren, aber ich verdiene nicht mehr die vollen 4000. Das ist dann schon wieder Kacke. Sieh ihm meine Nachrichten nach. Ja komm, dann springen wir jetzt mal zu Robin. Ich dachte schon, mittlerweile hätten du und Spike dieselben Tattoos. Oh, der Laden ist super, was? Oh Mann, ich verhungere. Wo ist meine verdammte Pepperoni-Pizza? Mein Magen isst sich schon selbst. Oh, Lebensretter. Ist erst ein paar Stunden alt. Du musst ein paar Leute in der Stadt kennenlernen. Sie nennen sich Risky Devil. Die fahren echt krasse Karren mit Klebeband, Schnüren und so. Hauptsache, sie kurven um den Block. Hm. Siehst du das? Bei der Felge würde Amy ausrasten. Total. Aber diese Jungs sind einfach nur auf ihre Narben stolz. Oh, Rob, kannst du kurz mal hier aushelfen? Das ist zu viel für mich. Oh, sollen wir Händchen halten? Dieser Kerl. Also, ich bleibe hier. Mach diese Jungs aufmerksam, okay? Wir sprechen uns später. Jetzt geht's ab auf den Drift Train. Bis dann. Hey, ich mach nur Witze, sonst nichts. Tja, aber keiner lacht, Manu. Verstehe. Wie gesagt, tut mir leid. Passiert nicht nochmal. Cool? Okay. Hey, Nubi, nimm dich in Acht. Ames ist ein zäher Brocken. Halt den Mund. Hast du nichts zu tun? Ja, klar. Ich sehe euch beide später. Ich bin in der Garage. Komm rüber. Wir haben da was zu besprechen. Ich will aber nicht. Hey. Mist! Hast du das gesehen? Wow! Das hab ich auch schon 10-mal gehört. Super, Drift. Wie Spike immer sagt... Echt jetzt? Ich fahre nach Hause. Alter, das ist doch jetzt nicht wahr. Hey, Bro. Wollte dir eine neue Route zeigen, aber wie es aussieht, bin ich spät dran. 2SR24, brauche eine Identitätsprüfung. Hey, Bro. Robin lobt dich in höchsten Tönen. Also los, lass die Driftmagie raus. Komm vorbei, wenn du kannst. Bis später, Mann. Die macht mich fertig mit der ewigen Anruferei. Ja, also ein Rennen könnten wir eigentlich noch fahren, oder? Was haben wir denn im Angebot? Spike im Longhorn. Top 3 mit Manu. Triff er in der Garage. Sieh in deinen Nachrichten nach. Du willst mir sagen, dass du nichts weißt? Auf wie viele Arten soll ich denn sagen? Ich versteh's nicht. Irgendjemand muss was wissen. Es wären ja keine richtig guten, supergeheimen Untergrund-Outlaw-Typen, wenn sie jeder kennen würde, oder? Du hättest sie sehen sollen, Robs. Verrückt, Mann! Die Cops waren so drüber, die sind durchgeheizt und haben uns ignoriert. Dann habt ihr Glück gehabt. Na, komm zum Diner und chillt eine Runde. Manu sagte, er kommt dahin. Treffen wir uns dort. Alles klar, dann viel Spaß. Oh, du kommst nicht zu uns? Hab eine Reklamation von ein paar Felgen und will die Dinger nicht sehen. Macht's gut zusammen. Okay, ich... Ganz ehrlich, man gewöhnt sich ja irgendwie an die Leute, ne? Die sind ja auch so ganz nett. Ist auch nicht unbedingt so schlimm, von der schauspielerischen Leistung her. Aber diese ewigen Anrufe. Das hält mir echt nicht aus.
So, dann jagen wir den Mustang mal über die Sprintstrecke, die wir auch schon mal gefahren sind. Einfach nur mal noch ein paar Monetchen abzugreifen. Im nächsten Part schauen wir dann, was wir damit schon anstellen können. Ein bisschen was einbauen vielleicht. Kann aber auch sein, dass wir erstmal noch ein paar Rennen fahren. Momentan sind nicht so viele Story-Rennen da, also kann es auch sein, dass wir das nächste Mal mit einer Cutscene anfangen. Ich weiß es noch nicht. Weil die Story-Rennen bringen mehr Geld. Wie ich inzwischen gecheckt habe. Wenn man ein Rennen auf Story fährt, dann kriegt man doppelt so viel Geld, als wenn man so fährt. Das ist schon ein krasses Missverhältnis eigentlich, weil man dann für ein Rennen 3500 bekommt. Das ist schon ein ziemliches... Naja, man muss schon viel fahren und viel sparen, damit man sich seine Autos nacheinander hochzüchten kann. Was ist denn mit dieser... Ist das LZ? Hier voll an, zieht Monika-Effekt und zieht vorbei. Das ist immer schon schön. Jetzt komme ich wieder locker flockig an ihr oder ihm vorbei. Das ist schon, ja. Ja, sage ich lieber nichts mehr zu. Er werde nicht mehr fertig. Ich muss das jedes Mal neu aufmachen, das Fass. Wenn ich jetzt kurz vorher abgebremst hätte, hätte ich wahrscheinlich einen Full Trash gehabt. Die kommen alle nicht an dem Laster vorbei. Geile Sache. Dankeschön. Na, Alan? Wo ist Charlie? Hoho! Okay. Ich nehme übrigens auch Designvorschläge an, ne? Also, wenn mir irgendwas gefällt und mir ihr sagt, ey, mach doch mal diese Folie oder probier doch mal die Farbkombi aus. Immer her mit den Vorschlägen. Wenn ich denke, das könnte mir gefallen, dann mache ich es vielleicht auch. Komm jetzt nicht mit Pink. Weder mit der Farbe noch mit der Sängerin. Dankeschön. Jo, zwei Kontrollpunkte noch. Dann haben wir das Rennen tatsächlich gewonnen und können den Part schön abschließen. Mit unserem leicht demolierten neuen Mustang. Jawohl. Erstmal schön gegen die Bande gefahren. Aua, schön gegen die Bande gefahren. Aber immerhin. Super. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich habe gerade voll den Dudenfehler im Kopf. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder dabei. Wenn wir dann vielleicht den Mustang hier ein bisschen aufhübschen und noch ein bisschen stärker machen. Bis denn. Und Servus, Leute.